Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte dir in meinem neuen Video zeigen, wie genau ich diese Feigenmarmelade mit Walnüssen gemacht habe. Ihr seht, wie ich jetzt gerade das Brot bestreiche mit dieser leckeren Marmelade. Dass die ganz einfach zu kochen geht, zeige ich gleich. Wie das Ganze nachzukochen ist, seht ihr gleich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen, gute Unterhaltung und ja, los geht's. Jetzt ist das Brot geschmiert und jetzt startet das Video. Ich habe hier einmal 600 Gramm Feigen, das sind frische Feigen. Dann Walnüsse, die sind bereits geknackt und von der Schale befreit. Dann habe ich hier noch Zimt, Nelken und frischen Ingwer. Dafür diese Reibe. Und dann noch Zucker, und zwar Gelierzucker im Verhältnis 2:1. Davon benötige ich nur 250 Gramm. Und frische Nelken. Als erstes entferne ich die Stiele von den Feigen und zerkleinere die und werde die dann in den Topf legen. Genau. Das Ganze seht ihr in Zeitraffer. Ich schnapp mir jetzt einen Topf und ein Brett und ein scharfes Messer und entferne die Stiele. Zerkleinere die Feigen. Und ihr seht, ein bisschen Zeit braucht das Ganze, aber es lohnt sich. 1 fix 3 und fertig sind die Feigen. So, als nächstes gieße ich kochendes Wasser auf die Nelken. Und lasse sie dann ein bisschen ziehen. Weil ich möchte ja nur diesen Geschmack von den Nelken haben und nicht irgendwie die ganzen Nelken da in der Marmelade. Dann kommt hier Zimt mit zu den Feigen. Und ich wiege mir jetzt schon mal den Zucker ab. Ups, darüber. Wie gesagt, 250 Gramm benötigt ihr dafür nur und die werde ich jetzt direkt auf die Feigen geben. Ja, ganz wichtig ist noch der Saft von einer Limette. Die Feigen sind als solches ja sehr süß und die benötigen unbedingt noch etwas Säure, auch wegen der Haltbarkeit. Auf die 250 Gramm Gelierzucker kommt jetzt noch die Flüssigkeit mit den Nelken und dann geht das Ganze auf den Herd. So. Da habe ich auch schon die Gläser zum sterilen Abkochen. Sind schon steril. Jetzt reibe ich hier noch ein bisschen Ingwer drauf. So, das langt auch schon. Und dann lasse ich die Marmelade schön kochen. Als nächstes zerkleinere ich die Walnüsse. Die werden sonst natürlich zu groß. Ja, das sind ungefähr 2 Hände voll. So, die Feigen sind schön durchgekocht und ich werde sie jetzt noch einmal pürieren. Das Geräusch erspare ich euch und ihr seht, die Gläser sind auch schon steril. So, auf das Püree. Oh, ihr müsst aufpassen, das spritzt richtig doll.
Ich habe vor Schreck gleich mal den Topf runtergenommen und den ganzen Herd damit vollgesaut. Also schiebt das zur anderen Seite, damit ja nichts auf dem Herd landet. Ich rühre das Ganze nochmal durch. So, und jetzt gebe ich den Limettensaft hinzu. Mit dem Schneebesen gut unterrühren und richtig aufkochen. Also währenddessen immer schön rühren. Ja, und das heiße Püree fülle ich jetzt ab direkt in die Gläser. Ah, ich habe sogar noch eine Einfüllhilfe, die soll ich vielleicht auch benutzen. So. Das nächste Glas. So, das letzte Glas wird gefüllt. Jetzt nur noch schnell die Deckel drauf und dann ist die Marmelade auch schon fertig. Ja, und so lecker sieht die Feigenmarmelade aus. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gern ein Like. Abonnier gern meinen Kanal und schau gern wieder vorbei. Ich danke dir.